Der Friseurmeister Fritz Vollmer ist mit seinem Leben unzufrieden. Eine späte Liebe hat nicht zur Ehe geführt und dass seine Tochter Susanne einen unehelichen Sohn hat, stört ihn sehr. Wo er hinschaut, ungeordnete Verhältnisse. Dazu die Wirtschaftskrise, die auch vor seinem Geschäft nicht Halt macht. Victoria ist mit dem Redakteur des Badener Tageblatts, Dr. Wolf, verheiratet. In erster Ehe war sie die Frau von Walter Bielstock, der sich den Nationalsozialisten angeschlossen hat. Herr Vollmer auf die Nerven gegangen sind, war es ja nicht anders zu erwarten, wo Sie mal landen würden, Herr Biermann. Ihnen werden wir auch noch das Handwerk legen. Komm, Robert, lass uns gehen. Gebt mal Ruhe, Kameraden. Dass diese Herren die Vorstellung stören sollten, ist wohl ganz in Ihrem Sinne, Herr Bielstock. Allerdings. Sie vertreten das gesunde Volksempfinden. Nach dem Erfolg, den der fröhliche Weinberg heute Abend beim Publikum hatte, scheint das gesunde Volksempfinden im liberalen Baden-Baden aber doch sehr in der Minderheit. Seien Sie doch nicht so ungeduldig. Wir marschieren schon. Warten Sie mal ab. Wünsche noch einen schönen Abend. Ein Lied! Es zittert! 3, 4! Es zittern die Morschenglocken. Arschlöcher. Ich fürchte, dein Geschiedener wird mir noch einigen Ärger machen. So geschmacklos wird er dann doch wieder nicht sein. Meinetwegen. Doch er wird. Gerade deinetwegen. Wollen wir im Kurhaus noch einen Schoppen Wein trinken? Weißt du, eigentlich möchte ich lieber heimgehen. Guten Tag, Opa! Ja, mein Junge! Ja! Bring dich die Mami wieder zu Frau Erber. Ja, eigentlich charmant. Alles Gute, Monsieur Vollmeier. Aber Monsieur Dame. Danke, Madame, danke. Auf Wiedersehen und gute Erholung. Merci. Sag mal, Papa. Friedrich, mein Friedrich. Sag mal, Papa, ja? Müssen wir den Erbers nicht etwas dafür bezahlen, dass sie den Jungen den ganzen Tag hüten? Meinst du? Weißt du, ich glaube, sie haben kaum noch satt zu essen. Als ich Friedrich neulich etwas später abholte, da saßen sie beim Abendbrot und hatten nur Kartoffel und Quark. Ich gebe ja dem Jungen schon immer Brote mit, aber... Ja, ich weiß, sie haben nur sehr wenig Geld, aber sie versuchen es zu verheimlichen. Ich hole Friedrich heute Nachmittag ab, vielleicht kann ich dann mit ihnen etwas ausmachen. Ist recht, Papa. Wiedersehen, Friedrich. Wiedersehen, Papa. Sie schreiben hier über den fröhlichen Weinberg... Das ist die heimliche Melodie des Stückes, Doppelpunkt. Das Glück des Daseins, der Gesang der Erde, Erde als Kraft bis an die Grenze, wo Kraft in Krafttuberei umkippt. Und was ist dagegen einzuwenden? Nichts, wenn es sich um ein anderes Stück handelte. Aber was Sie hier Erde nennen, ist für uns Nationalsozialisten Schmutz, den der Jude Zuckmeier auf die Bühne karrt. Zuckmeier ist kein Jude. Könnte er aber sein. Welche Ehre für die Juden? Herr Dr. Wolf, darum geht es hier nicht. Sie machen da am Schluss Ihrer Kritik einen Nachsatz. Offenbar sollte die Aufführung von rechtsradikalen Radaubrüdern gestört werden. Das konnte durch rechtzeitigen Einsatz der Polizei verhindert werden.
Am Schluss mussten die Premierenbesucher durch ein Spalier der schreienden jungen Leute das Theater verlassen. Tja, und? Stimmt das nicht? Nein, Herr Dr. Wolf, das waren keine Radau-Brüder, sondern Mitglieder des Kampfbundes für deutsche Kultur. Und im Auftrage dieses Kampfbundes verlange ich eine Berichtigung. Guten Tag, meine Herren. Was haben Sie für Wünsche? Sie können sofort bedient werden. Guten Morgen. Vollmer Liebesam ist mein Name von der Bank für Industrie und Wirtschaft. Ah, endlich lassen Sie sich mal sehen. Ja, das ist Herr Frohwein, unser Architekt. Ja, gut, dass Sie gleich mitgekommen sind, Herr Frohwein. Herr Flöter, Sie können weiterarbeiten. Ja, ich habe Ihrer Bank ja schon geschrieben, was hier im Haus alles zu reparieren ist. Aber gehen wir doch mal rauf in die Wohnung. Darf ich vorgehen? Danke. Herr Dr. Wilczok, als Jurist kennen Sie doch das Pressegesetz. Wenn Sie meinen, dass wir falsch berichtet haben, dann lassen Sie uns bitte eine schriftliche Berichtigung zugehen und wir werden dann entscheiden. Meine Kameraden lassen sich nicht von Ihnen als Radau-Brüder beschimpfen. Dass Ihre Kameraden Radau gemacht haben, haben Sie wohl selbst gehört. Sie waren ja unter den Theaterbesuchern. Aber wir setzen unsere Leser gerne davon in Kenntnis, dass die Radau-Brüder Mitglieder des Kampfbundes für deutsche Kultur gewesen sind. Denken Sie daran, dass die Radau-Brüder, wenn sie an der Macht sind, sie sehr rasch aus der Redaktion entfernen werden. Heil Hitler. Als ob es auf den Mietvertrag ankäme. Ja, wozu hat man es? Es ist einfach unfair von Ihrer Bank, einem angesehenen Handwerksmeister das Geschäft zu ruinieren. Ah, aber wer will denn das? Sie können Ihr Geschäft an anderer Stelle doch wieder aufmachen. Ja, natürlich. So. Wo denn? Wo wird denn hier in der Gegend was frei? Keins von den guten Geschäften hier wird aufgegeben. Meine Herren, ich bin hier seit 25 Jahren. Ich habe einen festen Kundenkreis. Ich habe auch sehr viel Laufkundschaft. Das bringt die gute Geschäftslage mit sich. Und dann die vielen ausländischen Kurgäste, die immer wieder kommen und genau wissen, wo ich bin. Fragen Sie mal die Kurverwaltung. Die wird Ihnen sagen, dass mein erstklassiger Frisiersalon zu einem eleganten Kurbetrieb einfach dazugehört. Ah. Und außerdem, ich habe mein Geschäft erst vor ein paar Jahren modernisiert. Soll ich das alles rausreißen und an einen Trödler verkaufen? Also, meine Herren, kurz und knapp, ich werde hier nicht ausziehen. Tja, tut mir leid, Herr Vollmer. Dann muss die Sache ihren Gang gehen. Sie kriegen in diesen Tagen eine termingerechte Kündigung. Falls Sie früher ausziehen, wäre meine Bank zu Verhandlungen über eine angemessene Abfindung bereit. Glauben Sie nicht, dass das so leicht geht. Ich gehe an die Öffentlichkeit. Ich habe sehr gute Beziehungen zur hiesigen Presse. Ich weiß ja nicht, ob es Ihrer Direktion sehr angenehm ist, wenn es in der Zeitung steht, wie sie sich gegenüber dem gewerblichen Mittelstand verhält. Ach, Gabi, geh du bitte ran. Ich bin heute schon genug angepöbelt worden. Feuilleton-Redaktion, Sedlacek. Herr Dr. Wolf ist in einer Sitzung. Kann ich etwas ausrichten? Alter, Herr Vollmer, möchtest du sprechen? Nein, Herr Vollmer ist mein Schwiegervater. Bitte lass ihn rein. Gut. Na? Du sollst die aufhängen. So schnell wie möglich. Erinnere mich dran. Und jetzt lass mich bitte mit meinem Schwiegervater allein. Alles gut. Magst du einen Kaffee? Gerne. Eins, zwei, drei Tassen. Gut. Morgen, Fritz. Bitte komm rein, ne? Ja, guck mal, siehst ja aus, als wenn dir die Petersilie verhagelt wäre. Setz dich doch. Wenn es nur die Petersilie wäre, dann. Robert, heute Morgen waren zwei Herren von der EW-Bank bei mir. Die Bank will mir kündigen. Das ist ärgerlich. Robert, da muss man was machen. Die ruinieren kaltschnäuzig eine Existenz, die außerdem für Baden-Baden wichtig ist. Gerade ein guter Friseur. Du, Robert, da musst du was schreiben. Das muss angeprangert werden. Fritz, die Bank kann ihn nicht von heute auf morgen kündigen. Sie muss ihre Kündigungsfrist einhalten. Und in der Zeit findest du nicht nur einen Geschäftsraum, sondern auch eine Wohnung, da bin ich ganz sicher. Außerdem helfen dir die Innung, das Wirtschaftsamt, die Kurverwaltung. Was glaubst du? Entschuldige. Also hören Sie zu, ich habe das... Oh, Entschuldigung, Herr von Gerloff. Ja. Ja. Gut, ich komme. Es tut mir leid, ich muss zum Verlagsdirektor. Lass uns doch bitte morgen darüber reden. Reden. Ja, morgen. Ich muss heute Nachmittag nach Frankfurt. Ich habe dringende Sorgen. Du fährst nach Frankfurt. Aber Frankfurt ist doch nicht aus der Welt. Es ist beruflich sehr wichtig für mich. Auf Wiedersehen. Ich werde Victoria sagen, sie soll dich anrufen. Herr Vollmer, du wärst der Kaffee? Nein, danke. Ich bin bedient.
Na, Friedrich, du hast aber ein feines Spielzeug. Kann die Eisenbahn auch fahren? Ja. Macht er die auch nicht kaputt? Das ist die Eisenbahn unseres Sohnes. Wenn sie ihm Spaß macht. Schöne große Wohnung. Sehen Sie sich nicht so genau um. Alles, was da in den Schränken war und die Bilder, das haben wir verkauft, um zu leben. Elisabeth, davon wollen wir doch nicht reden. Aber man muss doch wenigstens erklären, warum es hier so leer ist. Uns stört es ja nicht. Guten Abend, liebe Reporter. Guten Abend, Herr Professor. Ja, ich bin noch mal schnell vorbeigekommen. Ich meine, Sie haben ja viel Arbeit mit dem und auch sonst. Und da wollten wir Ihnen vorschlagen, vielleicht einen kleinen Unkostenbeitrag. Aber Herr Vollmer, was macht denn das Kind für Unkosten? Ja, aber für meine Frau bedeutet es doch eine große Freude, den Jungen noch eine Weile um sich zu haben. Nur noch eine Weile? Elisabeth, wir müssen es doch Vollmer sagen, damit Sie sich wegen dem Jungen noch anderweitig umsehen können. Ja, wir planen eine Reise, Herr ja, Vollmer. Und wir sind sehr erleichtert, dass wir uns zu dieser Reise entschlossen haben. Nicht wahr, Elisabeth? Mhm. Ach, Herr Vollmer, Sie haben meinen Mann immer so aufmerksam bedient. Bitte, nehmen Sie das. Na, nehmen Sie nur. Ich habe es doch auch angenommen. Wenn Sie sich für Ihre Dienste nicht richtig bezahlen ließen? Ja, dann, wenn Sie unbedingt... Herzlichen Dank. Bitte schön. Vielen Dank. Na, bitte, wollen wir gehen? Nein. Pass mal auf. Das kannst du mitnehmen. Wie sagt man da? Dankeschön. Ja. Bitte schön. Das ist, damit du den Onkel nie vergisst. Nein. Na, und morgen? Warum komme ich wieder? Auf Wiedersehen, danke. Auf Wiedersehen. Komm, wir müssen gehen. Na, da wird sich die Mami aber freuen, nicht? Wink mal. Ja, so ist schön. Willkommen. Guten Tag. Na so, Ebbes. Werner, du kriegst Besuch? Susanne! Das ist ja wie Weihnachten. Hast du Zeit? Kannst du hier bleiben? Ja, ein bisschen schon. Möchtest du einen Kaffee? Ja. Werner, denk bitte dran, dass wir heute Abend den Käselclub haben. Ach, diese 8 Figuren ist doch kein Problem. Und die Kartoffeln müssen auch noch geschält werden. Das ist doch nicht meine Sache. Ich kann euch doch helfen, wenn ihr wollt. Ja, du kannst helfen. Mutter, eine Schürze für die Dame und ein Kartoffelmesser. Mit so zarten Fingern? Hm? Da werden sich die Kartoffeln aber freuen. Wenn du glaubst, dass du für einen Kurbetrieb so wichtig bist, dann wende dich doch mal an die Kurverwaltung. Die verschafft ihm doch genaues Geschäftslokal. Ist doch gar nicht deren Aufgabe. Warst du denn schon mal beim Wirtschaftsamt? Ja, ja, bin ich gewesen. Wenn ich neue Räume gefunden habe, wollen die befürworten, dass ich sie auch kriege. Nun find erst mal welche. Besonders, wenn du im Stadtzentrum bleiben willst. Der Ortler mit seinem Delikatessenladen. 2 Jahre hat er gesucht. Warum willst du ausgerechnet in der feinsten Gegend bleiben? Armen Leuten wachsen auch die Haare. So, bitte, meine Herren, hier. Euch zahlen. Ja, mach 3,20 Mark. Was denn, willst du schon gehen? Zu einem Shoppen wird es doch noch reichen. Hm? Oder sollen wir für dich bezahlen? Danke sehr. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Dann werde ich mal aufgeben. Erinnerungsmeister wird zu Hause erwartet. Es ist spät. Blausing hängt schief. Oder im Gegenteil. Gute Nacht, komm gut nach Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ist schon traurig, wenn einer zumachen muss. Na, warte mal ab. Kann jedem von uns passieren bei der Wirtschaftslage. Ja. Immer weniger Kunden. Aber die Konkurrenz bleibt. Ich find's gut, wenn einer dazwischen wegfällt.
Ich wollte es drin nicht sagen. Was wolltest du nicht sagen? Ich wollte es drin nicht sagen, sind ja immer ein paar Neidhammel dazwischen. Aber vor ein paar Monaten ist doch der Kollege Doppel gestorben. Das Geschäft ist doch beste Lage. Tja, wenn man das hätte. Ich weiß nicht, was die Witwe vorhat, aber ohne einen guten Meister kann sie einen Salon von dieser Größenordnung auf die Dauer nicht weiterführen. Na, sprich doch mal mit ihr. Vielleicht kannst du dich mit ihr einigen. Oder sie verkauft. Ja, das müsste ich mir mal überlegen. Du kannst sie auch heiraten. Was? Die soll auch sehr, sehr munter sein. Gute Nacht. Plakate kleben ist eine gefährliche Sache. Oh, damit rechnen wir. Kurz vor den Wahlen ziehen die immer mit solchen Schlägertrupps durch Baden-Baden. Aber die sind bei uns richtig. Wir sind nämlich vom Arbeitersportverein. War sehr lieb von dir. Jetzt musst du die ganze Strecke zurückfahren. Tja, was tut man nicht alles? So kannst du dir wenigstens unser Haus und unser Geschäft noch mal angucken. Ist es sehr schlimm für deinen Vater? Ja, natürlich. Ja. Ich wünsche euch, dass ihr möglichst rasch was Richtiges findet. Danke. Also dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist noch was? Nein, ich habe nur überlegt. Ja? Warum bist du heute nach Neubayer gekommen? Ich wollte sehen, wie du dich eingelebt hast und ob ich noch allein lebe. Hm? Ja. Und nun? Als du mich damals fragtest, ob ich dich heiraten wollte, war ich in Gedanken noch völlig bei Frank. Und später dachte ich, es könnte so aussehen, als ob ich... Ob du aus Berechnung heiratest? Ja. Aber als du dann deine Abschiedsfeier gabst, im Parkhotel, war ich traurig. Und jetzt... Ja? Hab ich dauernd Angst, du findest eine andere. Lange genug habe ich ja gesucht, aber wie man sieht... Glaubst du vielleicht, ich meine, könntest du dir immer noch vorstellen, dass... Ja. Wir kamen gerade von Scharführer Seller, Besprechung wegen des Wahltages. Da sahen wir plötzlich ein paar Männer, die klebten Plakate für die Sozis. Wie viele Männer waren das? Naja, so 5, 6 Figuren. Es waren genau 2. Wir wollten ganz ruhig an ihnen vorbeigehen, da sind sie plötzlich über uns hergefallen. Mit Knüppeln und anderen harten Gegenständen. Kamerad Stiele liegt noch mit Gehirnerschütterung. Und ich habe da eine Prellung. Jetzt wissen Sie, Herr Millersheim, wer in Baden-Baden den Wahlkampf mit brutaler Gewalt geführt hat. Sie und zwei Ihrer Kameraden haben die Plakatkleber angerempelt. Sind ohne Grund über Sie hergefallen. Haben dann allerdings in Kürzung gezogen. Sie haben Prügel bekommen und sind davongelaufen. Woher wollen Sie das wissen? Ich war ein zufälliger Augenzeuge. Meine Herren, diese deutschen Männer und ihre Kameraden werden täglich provoziert und zusammengeschlagen.
Und Sie hetzen den roten Mob durch Ihre Schreiberei dazu auf! Herr Millersheim, nach dem Sieg werden wir uns Handpöbeleien eines Herrn Wolf nicht mehr gefallen lassen. Wir werden uns das, was Sie schreiben, künftig sehr genau ansehen. Herr Hitler, Herr Millersheim. Das sind massive Drohungen. Herr Dr. Wildstag, jetzt nach jedem Artikel, den Sie schreiben, persönlich Beschwerde einlegen würden? Ja. Ja, das sind schöne Aussichten. Entschuldigen Sie, Wildstag war doch mal mit Ihrer Frau verheiratet, oder nicht? Ja. Glauben Sie vielleicht, dass es persönliche Ressentiments sind, die ihn bewegen? Das kann ich nicht ausschließen. Aber in erster Linie ist Bielstock Nationalsozialist und man weiß ja, was Hitler über die Juden denkt. Was wollen Sie tun, wenn Hitler die Wahl gewinnt? Ja. Man muss sich rechtzeitig nach geeigneten Fluchtwegen umsehen. Herr Vollmer, da sind Sie ja in einer schrecklichen Lage. Sie tun mir aber leid. Ja, ich mir auch. Aber man muss ja sehen, wie es weitergeht. Ich kann mir denken, wie das ist. So ohne Geschäft, in dem man doch etwas darstellte. Genau wie mein seliger Mann. Ich versuche das ja noch aufrechtzuerhalten und ich muss sagen, die Kunden sind wirklich sehr treu. Aber auf die Dauer ohne Meister? Man muss ja auch Lehrlinge haben. Ja, Frau Doppel, das habe ich mir alles überlegt. Sie waren doch selbstständig. Und Sie wurden als Angestellter? Das ja nur nicht. Herr Vollmer, da haut mich aber um. Der Meister persönlich. Herr Vollmer hat gehört, dass ich jemanden fürs Geschäft suche. Udo Biermann ist ja eine sehr tüchtige Kraft, aber... Weiß ich. Wir wollen auch demnächst heiraten. Nicht wahr, Schatz? Ja, alles schon beschlossen. Natürlich erst nach Ablauf des Trauerjahres. Und damit alles klar ist, der Chef bin dann ich hier. Wenn das so läuft, Frau Doppel... Ich hatte gedacht, Sie wollten vielleicht verkaufen. Verkaufen? So ein gutes Geschäft. Es kann sich ja jetzt noch besser entwickeln, wo Sie als Konkurrenz wegfallen. Ob ich wegfalle, das ist so noch nicht raus. Entschuldigen Sie bitte, war ein Irrtum von mir. Wiedersehen allerseits. Auf Wiedersehen, Herr Vollmer. Danke, ich finde schon allein aus. Dankeschön. Papa. Ja? Komm mal bitte. Bitte entschuldigen Sie. Was ist denn, Susanne? Du wolltest doch Friedrich ja später abholen. Ja, ich bin nur rasch vom Hotel weg, um dir zu sagen, im Salon des Parkhotels suchen sie ab nächsten Monat einen erstklassigen Coiffeur. Na und? Ich bin Friseur und nicht Coiffeur. Außerdem glaubst du, dass ich als kleiner Angestellter arbeiten werde? Jawohl, Herr Chef. Bitte sehr, Herr Chef. Mhm. Ich soll mir Trinkgelder in die Hand drücken lassen? Aber Papa, alle deine wichtigen Kunden würden dir treu bleiben. Und das Hotel ist doch ein akzeptabler Arbeitsplatz. Du solltest wenigstens mal vorbeigehen. Das verstehst du nicht. Ich habe Angestellte und eine Familie, für die ich sorgen muss. Und wenn ich... Und da ist noch etwas, Papa. Werner und ich werden im nächsten Monat heiraten. Siehst du, um uns musst du dich also auch nicht mehr sorgen. Heiraten? Jetzt auf einmal? Ja, aber das will ich dir alles in Ruhe erzählen. Freust du dich? Tja, bin ich also ganz allein. Oh, nein, Papa, das wirst du nicht sein. Werner hat gesagt, wir machen jeden Sonntag großen Familientisch. Jetzt will ich rasch noch den Kleinen wegbringen. Albers werden sicher sehr traurig sein, wenn Friedrich nicht mehr zu ihnen kommt. Naja, wo ist er denn? Ah, guten Tag, Herr Rodewall. Susanne. Wie geht es Jochen? Dem geht's gut. Grüßen Sie ihn, wenn Sie mal telefonieren. Na, und der arme Onkel Rudi, den hast du wohl wieder sehr geärgert. Soweit war er ganz schön brav. Aber da müssen wir jetzt endlich einmal schneiden. So geht's ja nicht mehr. Nein. Damit er so rumläuft wie Sie, das wollen wir doch lieber nicht. Na, ja, jetzt komm. Wiedersehen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Du darfst sie streicheln, aber vorsichtig.
Entschuldigen Sie bitte, ist das Professor Erbach? Ja, und seine Frau. Hat der Briefträger entdeckt. So ein komischer Geruch im Treppenhaus. Gas. Haben sich mit Gas vergiftet. Stellen Sie sich vor. So ein Leichtsinn. Das ganze Haus hätte in die Luft fliegen können. Pass mal auf, Friedrich. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen zu Tante Viktoria. Die hast du doch schon ganz lange nicht mehr besucht. Herzliche Gratulation, Herr Vollmer. Oh, warum haben Sie denn kein Sterbenswörtchen verlauten lassen, dass Sie Ihren 60. feiern? Pardon me, Mr. Mayfield, but this man is celebrating his birthday. Oh, I see. And what is your age? Wie alt Sie werden? 60 years. 60? Congratulations. I figured you at 55. Was sagt er? Er hat Sie auf 55 geschätzt. Oh, danke schön. Thank you very much. You're welcome. Lieber Kollege Vollmer, im Namen der Badischen Friseurinnung und im Namen unseres Innungsmeisters, der zu seinem großen Bedauern leider verhindert ist, haben wir die große Freude und Ehre, dir zu deinem 60. Geburtstag und dann zugleich zu deinem 45-jährigen Berufsjubiläum die herzlichsten Glückwünsche aller Kollegen auszusprechen und dir ein Präsent zu überreichen. Glückwunsch und viel Erfolg. Aber bitte, das war doch nicht nötig gewesen. Wir wissen, dass deine 45 Berufsjahre nicht immer von Freude und Erfolg begleitet waren. Wie so manchem unserer Kollegen ist auch dir durch die allgemeine Wirtschaftskrise das Schicksal nicht erspart geblieben, deine Selbstständigkeit zu verlieren. Aber die Freude deines Alters sind zwei reizende und liebenswerte Töchter und zwei Enkelkinder, deren Wachsen und Gedeihen du an deinem Lebensabend verfolgen kannst. Tja, alles Gute, lieber Vollmer. Dankeschön. Das missverstehst du, das war bestimmt gut gemeint. Die hätten genauso gut zu mir in die Wohnung kommen können. Aber nein, die Herren von der Innung legen es darauf an, mich in aller Öffentlichkeit vor meinen Kollegen und Kunden zu demütigen. Das glaube ich nicht. Und der Blumenstrauß war bestimmt nicht billig. Da, schau mal. Scheint das Neueste zu sein. Elektrischer Haarschneider. Na und? Als ob ich mir so ein Ding nicht selbst kaufen könnte. Ich werde mich sowieso nicht mehr dran gewöhnen. Warum hat der Unger so dämlich gegrinst, als er mir das überreicht hat? Der Unger? Der kann mich sowieso nicht leiden. Aber wie kommst du denn darauf, Vater? Weil ich Hindenburg-Anhänger bin. Das ist ein heimlicher Roter. Und in der Eisernen Front ist er auch. Aber Vater... Entschuldigung, du sagst, du bist Hindenburg-Anhänger? Jawohl. Auch wenn es euch nicht passt. Und ich freue mich, dass der alte Herr noch so rüstig ist. Du hast wohl vergessen, wer Hindenburg dazu verholfen hat, zum zweiten Mal Reichspräsident zu werden. Weil die Roten ihn gewählt haben. Sonst wäre Hitler jetzt unser Ersatzkaiser. Schlimm genug. Das ist ja das Verrückte an der Zeit, dass man sich gar nicht mehr auskennt. Links und rechts, alles vertauscht und verdreht. Bald kommt es noch so weit, dass der Feldmarschall von Kommunisten gewählt wird. Was ist denn? Jetzt reicht's aber. Das wird ja immer schlimmer mit euch. Dauernd diese Herumstreiterei über Politik. Nun pack schon aus, ja, Papa, ja. Bitte. Oh, ein Radioapparat. Mit richtigem Lautsprecher. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Was kostet der denn? Sowas fragt man noch nie. Gefällt er dir? Und ob? Wohin damit? Hier auf die Konsole, Vater. Pass auf. Komm, du brauchst die ungemütlichen Kopfhörer nicht mehr. Danke. Kannst dich hier aufs Sofa setzen und hast einen Klang wie im Konzertsaal. Danke. Bitte. Willst du Kaffee? Ja, gern. Ich danke euch. In Neuweier haben wir noch eine Überraschung für dich. Neuweier? Wieso Neuweier? Mein lieber Friedrich, wenn du mir sagst, dass dieser Jahrgang dir besonders gut schmeckt, so darf ich dir verraten, dass zwei Küste 28er Neuweierer Aldeberg bereits bei dir zu Hause im Keller stehen. Ein Präsent der Familie Bombach, damit du in nächster Zeit nicht ganz auf dem Trockenen sitzt. Prost, Friedrich.
Prost. Vor allem Gesundheit, lieber Herr Vollmer. Die können wir in unserem Alter immer gut gebrauchen, gell? Aber warum denn immer noch so förmlich, Friedrich? Ich find's längst an der Zeit, dass du mit meiner Schwester Brüderschaft trinkst. Bravo, das finde ich auch. Na los, Friederike, du bist doch sonst nicht so schüchtern. Friedrich und Friederike, das passt doch großartig zusammen. Na denn. Auf einen fröhlichen Lebensabend, Friedrich. Danke. Prost, Friederike. Findest du es nicht auch herrlich, Friedrich, dass sich Menschen immer wieder in Harmonie zusammenfinden, trotz denen schreckliche Zeitläufe? Ja, ja. Mir fällt da der Spruch ein, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freud ist doppelte Freud. Sagt dir das was? Zum Wohl, lieber Friedrich. Ja, ja, doch. Sehr viel. Vielen Dank für das schöne Essen. Das ist ab. Entschuldigen Sie bitte, ein alter Bekannter. Herr Rodewald, das ist aber eine Überraschung. Woher wissen Sie... Erstmal meinen herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Danke. Tja, ich war bei Ihrem 50. Ich habe nun mal ein gutes Gedächtnis für Zahlen. Ja, haben Sie schon gegessen? Ja, danke. Ein Glas für Herrn Rodewald. Hier, bitteschön. Darf ich bekannt machen, Herr Direktor Rodewald, Frau Eckle. Susanne? Ja? Wer hat sich denn dieses Arrangement ausgedacht? Was meinst du, den Herrn Rodewald? Nein, mit der Frau Eckle. Wie wohnt es auf Weiteres bei uns? Hier führt euch jemand was im Schilde gegen mich. Ist ihr Verwitwe? Ja, ist das ehrenrührig? Nein. Sie redet vielleicht ein bisschen viel, aber sonst ist sie sehr nett. Wir mögen sie sehr. Ach, ein Radio. Ein Radio. Das ist aber nett, Herr Rodewald. Nochmal, vielen Dank. Na und jetzt? Altes Herz wird wieder jung. Nicht wahr, Friederike? Werner, hol dir mal das Grammophon. Wir wollen das Hansbein schwingen. Nicht wahr, Geburtstagskind? Nur Mut? Ich kann doch gar nicht tanzen. Oh, das glaube ich nicht. Na, was ist denn, mein Friedrich? Darf ich auf die Seite? Was Vorsicht! Hier, Vorsicht! Sehr schön. Nein, 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 denk doch an die Gäste, du machst dich ja lächerlich. Natürlich geht das. Ehe ihr mich lächerlich macht, kann ich das auch selbst. Komm, ihr reiten! So. Absteigen, Friedrich. So. Wir packen den Radioapparat auf. Komm. Hier kommt die Musik. Kannst du mir mal die Platten abnehmen? Ja. Was sind denn das für Leute? Kann ich was bestellen? Sofort. Ach, die. Wir haben nachher eine Versammlung im Nebenzimmer. NSDAP. Sag mal, muss das sein? Muss die Nazis sich hier bei euch im Gasthof treffen? Wieso? Die machen doch Verzehr wie jeder andere auch. Davon leben wir schließlich. Damewahl. Eine Luft hier, ich höre. Aber Vater, du musst doch die Hand eröffnen. Darf ich bitten? Darf ich bitten? Oh, bitte. Ja, aber ich... Darf ich bitten? Oh, klar. Gern. Oh, ich sehe, es ist schon soweit. Kannst du auch mitnehmen? Na, gefällt dir das Radio? Ja. Magst du ein Stückchen Wein? Nein, danke. Schmeckt dir nicht? Nein. Na, warte mal ein paar Jährchen, dann sprechen wir uns wieder. Dann schmeckt's ja auch. Wirklich fantastisch, Friedrich. Finden Sie? Hast du einen Tanzkurs besucht? Nein. Ich hatte es eigentlich schon längst vor, aber es fehlt mir der rechte Partner. So, so. Man müsste überhaupt viel mehr unternehmen.
Man braucht nur jemand, der einem ein bisschen Mut macht. Ja, ja. Ist doch ein bisschen kühl, ne? Mhm. Walter, das ist nett, dass du Vater gratulieren kommst. Guten Abend, Susanne. Papa! Was ist denn? Walter! Walter möchte dir gratulieren. Das ist auch eine Freude. Ich gratuliere herzlich. Du hast geheiratet. Ach, was für Unsinn. Ich feiere meinen 60. Komm, trink dein Glas mit. Komm. Victoria, Walter, du siehst blendend aus. Ihren Mann kennst du ja. Ja, ja. Danke, danke. Vielleicht später nicht. Bin nebenan zu der Versammlung als Redner eingeladen. Ach, du bist in der NSDAP? Das hättest du dir doch denken können, Susanne. Und warum bist du nicht in Uniform? Ja, liest du keine Zeitung? Wieso? Es herrscht Uniformverbot im ganzen Reich. Schlimm, dass man seine Gesinnung nicht mehr offen zum Ausdruck bringen darf. Oder, Fritz? Die Regierung wird schon ihre Gründe haben. Die dauernden Schlägereien zwischen SA und Kommunisten... Ach, die Regierung hat die längste Zeit regiert. Entschuldigung, aber ich werde erwartet. Und bitte, seid so lieb und macht die Musik etwas leiser, ja? Halt hinter, Kameraden! Parteigenossen, ein entscheidender Wahlkampf steht vor der Tür. Am 31. Juli hat das deutsche Volk sein Urteil abzugeben. Parteigenossen, 14 Jahre lang hat das deutsche Volk Not und Unterdrückung schweigend ertragen. 14 Jahre lang haben wir zahlen und bluten müssen für ein System der innenpolitischen Zwangsherrschaft und der außenpolitischen Ehrlosmachung. 14 Jahre lang waren wir die Sklaven dieser schwarz-roten Koalitionsregierung. Und jetzt ist die nationalsozialistische Bewegung die Trägerin der letzten, der einzigen deutschen Zukunftshoffnung. Prost! Guten Abend. Lieber Vollmer, hier können Sie doch nicht vormachen. Ihnen sind aus über die Leber gegangen. Ist mir die allgemeine Depression. Und halten Sie die politische Lage vielleicht für rosiger, Rodebey? Finden Sie, dass überzeugend regiert wird? Sicher nicht. Sie haben doch auch aufgeben müssen. Weil ich mich verspekuliert hatte. Das war mein Fehler. Damit hat die Regierung nichts zu tun. Aber überlegen Sie doch mal. In fast 50 Jahren Kaiserreich hatten wir sage und schreibe 6 Reichskanzler. Und seit 1918 reichen die Finger meiner beiden Hände nicht aus, um die aufzuzählen. Das stimmt doch was nicht. Ja, aber der Hitler, der hat doch ganz gute Ideen. Die Abschaffung der Hauszinssteuer zum Beispiel. Also mir als alleinstehender Witwe mit Hausbesitz hintersehr zu starten. Versprechen lässt sich viel. Das Schlimme sind doch die Heuchler, die dem Volk weismachen, sie könnten Armut und Elend mit einem Schlag beseitigen. Wenn das so einfach wäre, dann... Aber so wie bisher geht es doch nicht weiter. Man kann ja keine Zeitung mehr aufschlagen, man liest nur noch vom Mord und Totschlag. Regelrechte Straßenschlachten zwischen Kommunisten und SA. Schlimmer als 1918. Da muss doch endlich mal jemand aufräumen und für Ordnung sorgen. Ordnung? Lieber Vollmer, das sagt sich so leicht. Wenn man sich mit Parolen bis aufs Messer bekriegt, dann tut das der Republik nicht gut. Demokratie heißt Kompromisse schließen. Die Wahlpropaganda kostet Geld, Parteigenossen. Ich weiß, ihr habt in der Vergangenheit bewiesen, dass ihr bereit seid, für die deutsche Wiedergeburt auch den letzten Groschen zu opfern. Und dass ihr in der nationalsozialistischen Bewegung allein die Bürgschaft und das Unterpfand für diese Wiedergeburt erkennt. Parteigenossen, es geht am 31. Juli um die letzte große Entscheidung, um das Schicksal Deutschlands und damit um das Schicksal eines jeden Einzelnen von uns hier. Darum seid bereit. Mit unserem Opfermut wollen wir der Nation beweisen, dass wir nicht nur
Anspruch erheben auf die Macht und die Verantwortung in diesem Lande, sondern dass wir sie auch verdienen. Parteigenossen, gebt Geld. Gebt Geld, gebt Geld. Jeder Groschen, jede noch so kleine Gabe gilt der Befreiung Deutschlands aus den Klauen des international-marxistisch-jüdisch-demokratischen Systems. Nein, der Brüning war mir einfach nicht national genug. So national wie der Herrenreiter von Papen war natürlich nicht. Mit dir streite ich mich nicht über Begriffe wie national. Und warum nicht? Das weißt du selbst am besten. Oh, Vater, das ist eine Beleidigung. Das nimmst du sofort zurück. Ich denke ja gar nicht daran. Bitte. Musste neuerdings jede politische Diskussion gleich einen Streit ausarten. Er traut mir kein nationales Gefühl zu, weil ich Jude bin. Ach, Robert, hör auf. Das stimmt doch, oder? Wir sollten lieber tanzen, kommt. Wir können keine Musik machen, solange einer Jude ist oder nicht, hat für mich noch nie eine Rolle gespielt. Sie sind Republikaner und daher tolerant. Bin ich etwa nicht tolerant? Ja, ich bin Republikaner und zwar aus Überzeugung. Ich kenne keine bessere Staatsform. Leider gibt's von meiner Sorte zu wenig. Alle, ob von rechts oder von links, haben diese Republik nach Kräften malig gemacht. Leider auch Sie, Herr Dr. Wolf. Wieso? Also das müssen Sie mir erklären. Sie haben geschrieben, mehrmals geschrieben, dass in Deutschland der Kapitalismus an der Macht ist und dass echter Sozialismus nicht möglich ist. Ja, stimmt das nicht? Immerhin hat er für seine Reportage einen Preis bekommen. Ja, von seinen linken Gesinnungsgenossen. Gratuliere nachträglich. Ich bin ein Mann der Mitte. Eine echte Mitte gibt es doch gar nicht mehr. Und sollte die Polarisierung noch extremer werden, dann wird unsere Republik Schiffbruch erleiden. Ach, diese Republik ist besser als alles andere, was wir vorher hatten. Und wenn wir Demokraten nicht aufpassen, dass endlich... So, zur Feier des Tages. Ich habe noch eine Flasche aufgemacht. Und jetzt lassen wir mal alle Politik beiseite und bringen unser Geburtstagskind noch ins Bett. Herr Rodeweil, Sie trinken doch noch einen Schluck Wein mit uns. Eigentlich müsste ich ja längst im Bett liegen, wenn man mal den ersten Herzkollaps hinter sich hat. Aber bei Ihrem 60. lieber Herr Vollmer, bin ich natürlich dabei. Nein, bei mir ist alles so beengt. Ach, Vater, wir wollen doch nicht bei dir einziehen. Jetzt komm. Bitte warten Sie auf mich. Lieber Vollmer, besuchen Sie mich mal. Da werden Sie sehen, wie weit ein alt eingesessener Bankier abrutschen kann. Wir sehen auch wirklich nicht zu viel. Ach was. Hauptsächlich bin dieser alleinstehende Hausbesitzer ist Witwe losgeworden. Was ist denn mit euch beiden nun? Ja, Robert. Es wird doch wieder gestritten. Nur du weißt, ich habe noch einiges vorzubereiten. Robert, bitte komm. Ich möchte Vater nicht allein lassen an so einem Tag. Also gut, nur zwei Minuten. Mhm. Ja, Robert. Dankeschön. Bitte. Legen Sie ab. Robert, sei doch mal so gut in der... Stell es mal vorne hin. In der Speisekammer, da liegt noch ein gängbarer Höllensack. Hol den mal, ja? Ich glaube, so ein guter Rotwein, das wäre jetzt das Richtige, nicht? Stimmt. Rotwein ist für alte Knaben eine der mildesten Gaben. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Victoria? Ja? Da ich vor Ihnen als altem Hausfreund ja keine Geheimnisse habe, also mal raus mit der Sprache. Was sollte der Unsinn mit der Frau Eckle? Vater, es ist doch so. Susanne ist bei ihrer Familie in Neuweier. Hm. Und ich... Und du? Was scheint ja alle Hand im Busch zu sein. Was ist mit dir? Im Grunde genommen ist es was sehr Erfreuliches. Durch den Reportagepreis ist man in Berlin auf die Arbeiten von Robert aufmerksam geworden. Und jetzt hat ihm ein großer Verlag Avancen gemacht. Ullstein? Ja, der auch. Respekt, Respekt. Kurz und gut, Robert will nach Berlin gehen. Schön. Freut mich, Herr Robert. Aber von heute auf morgen wird das auch nicht gehen. Und du hast ja schließlich deine Stellung bei der Kurverwaltung. Ich habe gekündigt, Vater. Was hast du? Gekündigt? Ja, hast du das veranlasst? Was? Dass Victoria ihre Stellung gekündigt hat. Ja, Victoria und ich haben darüber gesprochen. Ich möchte raus aus diesem Provinz-Mief hier und Berlin bietet mir die Möglichkeit. Ja, aber in der heutigen Zeit eine gut bezahlte Stellung zu kündigen, das heißt doch den Leisten auf die Spitze treiben. Was sagen Sie dazu, Herr Rodeweil? Ich finde, die beiden haben recht. Die Jungen sollen ihre Chance haben. Prost. Na schön. Prost. Nach meiner Meinung wird ja ohnehin nicht gefragt. Also, alles gut in Berlin, Robert. Prost. Und das eine kann ich euch sagen. Ich verbiete es mir entschieden, irgendwelche Kuppelgeschäfte für mich zu arrangieren.
Ich brauche niemanden. Ich kann auch mein Leben selbst einrichten. Nicht so laut, Vater. Schön. Bin ich mal leise. Früher wäre mir das nicht passiert. Immer noch anständige Nachbarn. Da hätte es niemand gewagt, zu klopfen. Ja, so weit hat man's gebracht. Mit 60. Mit 35. Da hatte ich meinen gut gehenden Friseurladen. War mein eigener Herr. Und jetzt? Angestellter und Mieter einer Kleinwohnung. Vater, lass dich doch nicht so gehen. Es kommt auch wieder anders. Wie denn? Wo denn? Wann denn? Seit 14 Jahren ist es eine ständige Bewegung abwärts. Immer tiefer in den Keller. Aber so wie mir, so geht's zu den meisten Deutschen. Das haben die erreicht mit ihrem Versailler Schanddiktat. Vater, das heißt Versailler Vertrag. Diktat oder Vertrag? Du redest schon wie Nazi. Die Leute, die das unterschrieben haben, das sind Verbrecher gewesen. Aber das kann man doch nicht wir so einfach... Wir sind Verstaat und bleiben Verstaat für ewig. Das kann man nicht bitte, so einfach Robert, verallgemeinern. Jetzt fange ich schon wieder eine politische Diskussion an. Prost, Vater, auf deinen 60. Prost. Prost. Ach, Sie haben ja schon einen. Was? Ein Radioapparat. Das? Geschenk von meinen Kindern. Das hätte ich mir denken können. Na, vielleicht haben Ihre Enkel Spaß an meinem Geschenk. Ach, bei dieser Gelegenheit, lieber Herr Vollmer, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Schiefele sich zur Ruhe setzen will. Für eine schlechte Lage. Und mit der Abfindung, die Sie von der Bank für Industrie und Wirtschaft bekommen haben. Ich meine, kein großer Salon, aber immerhin ein kleines Geschäft. 3000 Mark. Moment mal. Ich erinnere mich genau, die Summe lautete auf 10.000. Die hat mir 3.000 bezahlt. Dann kam ich einen Schrieb, die Bank wären Zahlungsschwierigkeiten, ich möchte mich gedulden, mit großem Bedauern und so weiter und so weiter. Das haben Sie sich gefallen lassen? Na gut, ich gebe zu, die hatten vorübergehend gewisse Schwierigkeiten. Die sind aber mittlerweile behoben. Die haben ein solides Finanzpolster, das weiß ich von Jochen. Aber da müssen Sie was unternehmen. Soll ich machen? Kleiner Friseurmeister. Aber hier liegen präzise finanzielle Absprachen vor. Ich hab die Schnauze voll. Ich bin aufs Kreuz gelegt, damit basta. Ich erfahre, wird man klüger. Und da sagen Sie, Herr Rodewald, Deutschland würde nicht vom Kapital beherrschen. Sehen Sie es doch. Sie setzen sich rücksichtslos über den kleinen Mann hinweg. Der kleine Mann, den hat sie doch noch niemand geschissen. Der Herr Stresemann nicht, der Herr Brüning nicht und der Herr von Papen erst recht nicht. Ich sehe einfach keine Zukunft mehr, Wenn ich endlich was? Hitler? Also nur den nicht. Hitler und Hindenburg. Wäre das keine gute Kombination? Der Feldherr und der einfache Mann aus dem Volk. Na, schönen Dank. Da weiß man nicht, wer von beiden Reaktionärer ist. Typisch. Du hast auf jeden einen Hass, der für unsere nationale Würde eintritt. Oh nein, das wäre zu einfach. Ich meine nur, dass mit den ganzen Parolen von Gleichberechtigung und Wiedererstarken des deutschen Volksgeistes keinem geholfen ist. Davon verstehst du nichts. Also bitte, Vater Robert wird noch seine Meinung sagen dürfen. Ich bin auch skeptisch, lieber Vollmer. Hindenburg ist ein alter Mann. Und Hitler will an die Macht, koste es, was es wolle. Und wenn Hindenburg nicht nachgibt, lässt er seine SA-Horden marschieren. Vielleicht, dass ein paar über die Stränge schlagen. Aber solange der alte Herr da ist, dann wird die Rowdy schon zur Ordnung rufen. Hoffentlich denken nicht alle so wie du. Hoffentlich ja. Wenigstens die, die Deutschen national empfinden. Komm, wir gehen. Es ist schon spät. Ja. Gute Nacht, Herr Rodewald. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Vater. Entschuldige, wir sind alle müde. Träum schön in deinem 61. Gute Nacht, Herr Rodewald. Gute Nacht. Viel Glück in Berlin, Robert. Da triffst du reichlich Gesinnungsgenossen. Alles falsch gemacht, Herr Rodewald? Wer macht schon alles richtig? Wenn ich an den Unsinn denke, den ich schon verbrochen habe. Nachts mit ihm sitzen und Rotwein saufen. Wenn das mein Hausarzt wüsste. Prost. Prost. Tja. Jetzt gehören wir zur Altherrenriege. Wir müssen gelassen zusehen, wie die Jungen ihren politischen Ehrgeiz austoben. Es wird ein spannender Endkampf werden, fürchte ich.